Sehr wichtig bei der Kommunikation ist, dass der Empfänger empfangsbereit ist. Ich male Ihnen das mal auf. Hier ist der Sender. Da ist der Empfänger. Hier ist der Empfänger. Der Sender schickt eine Nachricht an den Empfänger und der muss empfangsbereit sein. Wenn der nicht empfangsbereit ist, wird die Nachricht gar nicht richtig ankommen, sondern sie wird durchrauschen. Bei Computer ist es sehr einfach. Wenn zwei Computer miteinander verbunden sind, ein Computer dem anderen eine Nachricht schicken möchte und dieser Computer nicht eingeschaltet ist, kommt nichts an. Da kann man sehen, ob das Licht eingeschaltet ist, dann weiß man, der Computer ist eingeschaltet. Bei Menschen ist es ein bisschen schwieriger. Man kann oft nicht wirklich erkennen, ob die Person eingeschaltet ist und empfangsbereit für Kommunikation. Ich mache Ihnen mal da ein Beispiel. Ich habe meine Sekretärin gefragt, ob sie nicht Post holen könnte. Und sie hat einfach nichts gemacht. Sie hat einfach weitergearbeitet. Sie war nicht empfangsbereit. Sie war nicht eingeschaltet. Wichtig ist, um eine gute Kommunikation zu gestalten, dass der Sender dafür sorgt, dass der Empfänger empfangsbereit ist.